Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rage. So, bevor wir starten, ein Wort zu dieser Folge. Diese Folge ist ein Zugeständnis an meinen Abonnenten Nummer Uno, den Uruk. Hallo, alter Freund und Kupferstecher. Da du der View- und Comment-Weltmeister bist, mache ich für dich jetzt mal eine extra lange Folge, damit du auch was zum Gucken hast, wenn du von der Arbeit kommst, ne? Also, starten wir dann. Und ich hoffe, du hast Spaß. Und extra für dich knüppel ich vielleicht für meinen anderen Kanal. Werbung am Rande. Independent Moshpit LM. Ist auch verlinkt. Vielleicht auch nochmal Darkstar One ein. Wenn nicht, gibt's das morgen. So. Erst was trinken, um die Stimme zu ölen. So, und dann machen wir weiter. Ich weiß, wie wir rauskommen. Mist, das Sicherheitssystem ist wieder aktiv. Ich werde das Energiemodul der Sendeanlage holen. Ah, verdammt. Was haben wir denn? Ah. So nicht, meine Freunde. Hätten sie mich beinahe gekriegt hier. Komm mit, ich kenne mich aus. Wir können uns den Weg über den Hof freisprechen. Wie das ja immer so ist, ne? Ins Gefängnis reinkommen ist relativ einfach. Wieder rauskommen, hier lang. Nicht. Also gut, dann los. Jawohl. Nimm, was du brauchst. Gucken wir mal, ob wir uns Bandagen bauen können. Na, immerhin. Die werden wir brauchen. Ich kenne die Stelle nämlich. Gib mir Deckung im Innenhof. Vollstrecker kommen durch den Innenhof. Suche wird durchgeführt. Kühl auf 3 Uhr. Dir brennt jetzt der Arsch, mein Freund. So. Da bist du. Also gut, dann los. Na, wenn der nicht Premium war, der Schuss. Welcher Geschützturm? Ich sehe hier keinen Geschützturm. Ah! Mann! Der geht mir auf die Nerven. Wir müssen natürlich vor mir langlaufen, ja, ist klar. Idiot. Bewegung. Bewegung. Ich gebe dir gleich Bewegung. Ich lasse dich gleich hier. Ich
Ah, verdammt. Jetzt aber. Ein Hoch aufs Scharfschützengewehr. Ganz ehrlich. Ah! Da wollte ich wieder zu viel auf einmal. Ich bin manchmal zu ungeduldig. Sauber die Haare geschnitten. Erstmal plündern. Bring uns durch die Sicherheitstür. Leck mich. Wenn es sich einrichten lässt, irgendwann vielleicht. Das Blöde ist, dass der auch noch überleben muss, der Arsch. Warum eigentlich ich? Immer auf die Kleinen, ist nicht fair. Naja, egal. Panzerbrechende Munition, naja, ich meine, warum nicht? Das ist durchaus etwas, was ich mir gefallen lasse. So, EMP-Granaten. Ah, da fehlt mir noch eine Granate für. Mach mal jemand diesen scheiß Alarm aus. Das ist ja schrecklich. Haben wir vielleicht noch was übersehen hier drin? Na, können wir gar nicht mehr zurück. So. Defi aufgeladen, das ist gut. Das Upgrade hat sich schon bezahlt gemacht. Vom Defi, muss man ganz ehrlich sagen. Gehen wir durch irgendeine Tür durch? Nein. Also sag mir nicht, ich muss das Ding irgendwie ausschalten. Nur habe ich keine Ahnung wie. Das passt mir ja dann jetzt mal so gar nicht. Okay, gucken wir mal, ob wir es kaputt geschossen bekommen irgendwie. Tatsache. Kurzen Zwischenspeichern. Na, kann ja nie schaden. Hey, mein Freund. Wie wär's denn einfach außen rumläuft, fauler Sack? Gib mir Deckung, ich mach das. Jawoll. Wir haben Gesellschaft. Zerstörung. Kommt schon. Ich brauche
Aufmerksam gefüllt. Naja, irgendwie sind sie ja schon geil, ne? Hast du es? Sag mir bitte, du bist durch. Mann. Du kleiner Lahmarsch. Komm schon. Ja, da bin ich damit gerechnet, dass ich so schnell bin. Entdeckung. Hier. Für einen Sprengsatz hast du jetzt so lange gebraucht, oder was? Ist auch voll der Technik-Legastheniker für einen Anführer des Widerstands. Ich kann die Steuertafel überbrücken und dann kommen wir hier raus. Moment, ich probier mal was. Verdammt, sie ist kaputt. Ich komm raus, aber du musst einen anderen Weg finden. Geh zu Elizabeth. Dort treffen wir uns. Tja. Du bist lustig. So. Oh, Sammelkarte, Schildwache. Yeah. Wenn ich euch das Sammelkartenspiel zeige, denn irgendwann mal, das Spiel geht noch ein paar Minuten, dann haben wir schon mal schön viele Sammelkarten. Womit wir dann hoffentlich auch gewinnen. Och. Das ging ja. Bin ich doch schon draußen, oder? Ödland betreten. Wasteland, gegnerische Fahrzeuge zu rammen, kann verheerenden Schaden anrichten, aber behalte die Panzerung deines Wagens im Auge. Mein Wagen ist eh stabiler als euer. Kehre zur Widerstandsbasis in Wellspring zurück. Voll der Melarm hier. So, hier irgendwo habe ich mein Auto geparkt. Da ist es! Da fresse ich doch einen Besen, da ist ja mein Auto. Ey, verbipscht. Zielsuchraketen leer. Ah, wir müssen uns allerdings mal neues Zeug kaufen. Auch unsere Minigun-Munition ist nicht mehr so voll. Für den Weg reicht's noch. Ja, an dem kann ich jetzt nicht so viel machen. Ah, verdammt, den wollte ich ummachen. Naja, ist egal. Ist jetzt nicht so wild. Wir fahren erstmal zurück nach Wellspring. So. Nicht schlechten Quelle. Quelle allen Übels. Wellspring.
Ich mache euch alle um. Ah. Raketen sind nicht mein Freund. Brenne, du Sau! Ey, ich mach dich sowas von um jetzt. Aber wenn ich dabei sterbe, egal. Okay. Fertig, Belohnung. Mein Auto sieht allerdings sehr, sehr scheiße aus. Egal, wir haben es aber geschafft. Wir brauchen natürlich noch mehr Teile, glaube ich. Die werden nämlich langsam etwas heavy. Waffen oder so, auch diese Schilde, die die haben, kann ich mir auch kaufen. Ich glaube, da ist es auch mal Zeit für. Ja, der hat ganz schön lange gebraucht. Guck mal, ich habe noch vorher gekämpft. Das Auto ist jetzt natürlich mächtig, mächtig bei der Bum ramponiert. Auf 84, da wäre noch einer gegangen. 106, naja, geht. Die Regierung. Zur Widerstandsbasis zurück. Erstmal Kohle. Sehr gut. Das macht die Straßen sicherer. Hier der versprochene Lohn. Was? 7 Rennscheine dafür? Die Straßen müssen sicherer werden. Für jede zerstörte Banditenkarre zahle ich Bares. Das war aber ein Witz, oder? Was du mir da gegeben hast. Du wolltest mich bestimmt verarschen. Oh. Elisabeth-Sammelkarte. Yeah! Ich bin froh, dass du wieder hier bist. Hey, ich hab dich das auf der Vielen Karte. Vielen Dank für die Rettung. Elisabeth sagt, dass wir dir vertrauen können, dass du uns im Kampf gegen die Regierung unterstützt. Aber nach dem, was im Gefängnis passiert ist, weiß die Regierung von dir und dass du von den Archen stammst. Das heißt, sie werden nach dir suchen. Und glaub mir, du willst ihnen nicht in die Hände fallen, ob es dir gefällt oder nicht. Willkommen beim Widerstand. Unsere Gruppe ist klein, aber effizient. Wir bekämpfen die Regierung an allen Fronten. In dieser Welt ist Wissen Macht. Wahrscheinlich ist ein ID-Drive noch in der Arche. Du und alle anderen Archenbewohner haben ein ID-Drive mit wichtigen Informationen über das Projekt bekommen. Und darüber, wo strategische Archen, Versorgungslager, DNA-Daten und wer weiß, was noch alles zu finden sind. Auf jedem ist ein Teil des großen Puzzles gespeichert. Deshalb sind die ID-Drives für die Regierung und den Widerstand von so großer Bedeutung. Wir haben nicht viel Zeit. Sie wissen jetzt, dass es einen Überlebenden gibt und werden nach deiner Arche suchen. Du musst unbedingt dorthin und deinen Drive holen. Jo. Verstehst du, wie wichtig das ist? Okay. Exzellent. Jetzt ist jedes Drive DNA-kodiert. Such den Bioscanner im Kontrollsystem und benutze ihn, um dein Drive zu finden. Viel Glück und beeil dich. Verschwende keine Zeit. Du musst an das ID-Drive rankommen. Die Informationen darauf könnten lebenswichtig für den Widerstand sein. Jo. Aber ich werde mir vorher noch Bewaffnung für mein Auto kaufen. So viel Zeit muss sein. Und wenn wir hier zurückkommen, dann zeige ich euch die Sammelkarten.
tolle Karre hast du da gewonnen. Ja, ich weiß. Aber gucken, was können wir da mit meiner Karre noch machen? Wir haben ja ein paar... Autoteile. Dings, das kommt das. Ah! Schild. Das Schild ist gut. Zielsuchraketen. Nicht verkehrt. Einmal Autoreparatur nehmen wir auch noch mit. Hufergeschütz ist witzig. Ah ja, zeige ich euch einfach mal. Caprino. Oh, wir können den besten Turbo aller Zeiten. Den nehmen wir doch direkt. War wie der Teufel, mein Freund. Aber man kann ja auch an dich Zeug verkaufen. Die besten Autoteile, die es gibt. Willst du dich mal umsehen? Nein. Da gehen wir zu dem anderen Kasper. Wo die Ginny immer noch ihr Atomgrinsen aufgelegt hat. Ne, doch, diesmal nicht. Ginny. Und verkaufen erstmal irgendwelchen Müll. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Das war ein hässlichen Hut, aber trotzdem. Ich habe Koffer. Das Feinste vom Feinsten. Ja, was haben wir hier? Wasserreiniger. Verschiedene Objekte. Gut. Verkaufen wir aber mal ein bisschen Scheiß. Verschiedene Objekte. Jo. Werkzeuge. Jo. Benzinfässer. Und Flaschen. Ja, auch hier lebt man vom Flaschenpfand. Konserven auch. Feldrit. Behalten wir mal. Ölfässer. Jo. Bücher verkaufen wir auch. Pinkies. Lustige Packung, aber verkaufen wir auch. Und da sind wir schon wieder bei fast 1000. Schönen Tag noch. Und jetzt ist unser Auto. Ja, mächtig badabum. Ach nein, Regierungsdrohnen, gell? Die kann ich jetzt gerade abhaben. Die suchen nämlich nach mir. Weil du diese ferngesteuerten Bomben zerstört hast, ist der Norden jetzt viel sicherer. Ja, aber dein Gesicht hilft da auch nicht. Oder deinem Gesicht hilft's nicht. Welche Moral? Das Verschweigen derartiger Verstöße ist nach Regierungserlass 18 strafbar. Oh je. Okay. Gehen wir nochmal ins Wasteland. Mal vorher ein Safe Game. Jo. So, jetzt können wir weitermachen. Ups. Das wollte ich ja eigentlich jetzt nicht, ne? Ah, genau, da war's. Na egal, jetzt habt ihr schon mal ein Schild gesehen. Hört zu, unser Kontakt in der Basis berichtet von Regierungsaktivitäten in dem Gebiet. Wir wissen nicht genau, was sie vorhaben. Sei also vorsichtig. Ja, Regierungstruppen. Leichteste Übung. Mal zurück, wo wir hergekommen sind. Zur Arsche. Regierungsaktivitäten in diesem Gebiet berichtet. Pass auf dich auf. Ja. Ich höre nicht die ersten Regierungsfuzzis, die ich in den Nimbus bombe. Dann sind wir auch nicht die letzten. Nördlich von hier wurden schwere Transporter gesichtet. Besorgt so schnell wie möglich die
Dicke. Ja. Ihr habt es da blockiert, aber ich habe euch trotzdem umgemacht. Weil meine Minigun ist nämlich geil. Die ist mega geil. Geil auf tote Regierungstruppen. So. Sagt euch, brennt die Regierung nieder. Hätte ich einen Wahlspruch, dann wäre es dieser. Weg. Wow. Moment. So, aber nicht gewettet hier. Noch irgendwelche Fragen? Ich sag dir, mein Freund, einmal Knie, immer Knie. Ich möchte ungern Bandagen verschwenden. An irgendwelches Gewürm. Boah, der war nicht schlecht. Der war gar nicht schlecht. Wartet mal, wenn ich erstmal wieder in meinem Auto sitze, dann habt ihr nichts mehr zu lachen, meine Freunde. Nee, war's das schon? Da habe ich irgendwie mehr erhofft. Naja. Gut. Anfänger halt. So ist das. Alles Anfänger. Ich habe ja den Mega-Turbo, den Mark II Turbo sozusagen. Oh ja, der burnt gut. Da sind wir schneller wie der Wind. Oh, Feldritensturm. Oh, Moment. Moment mal, wo ist er denn? Da. Meine! Alles meine. Und du hast auch nichts zu lachen, mein Freund. Ich klaue dir mal meine Feldrit-Dinger. Das gibt's ja nicht. Warte mal, wenn ich dich krieg. Bam! Jeder Schuss ein verdammter Treffer. Verdammt! Wellspring betreten. Und für die Luschen mit Maschinengewehr habe ich noch nicht mal meinen Schild gebraucht. Den brauchen wir nur für Raketen. Da ist er allerdings äußerst praktisch. 14% ist ja süß. Ab nach Wellspring. Hör zu, mein Freund. Hm?
toll. Naja, egal. Schon das neueste. Angeblich will die Regierung einen Standort in der Stadt einrichten. Das wäre ziemlich übel. Vor allem für Leute wie dich. Ha, so übel für die. Ich sag doch, ich brenne die Regierung nieder. Bist ein scharfer Schütze. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin scharf und ein Schütze. Mann, das ist ja eine richtig gute Folge. Das hat ja hier gefunzt ohne Ende. Das gibt's ja gar nicht. Gute Arbeit. Dein Wert für den Widerstand ist sehr groß. Ich bringe das Drive zu Lassard, wenn wir wieder in unserer Basis sind. Hoffentlich kann er den Inhalt lesen. Jetzt ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Für dich wird's hier immer gefährlicher. Aber nur zu, sag's ihm. Wir müssen noch einiges tun. Vor meiner Gefangennahme war ich auf dem Weg ins alte Forschungszentrum der Regierung in der Totenstadt. Ich habe nach Beweisen für das gesucht, was die Regierung mit den Mutanten macht. Ja, wir haben gehört, dass die Regierung Nanotriten umprogrammiert hat und damit Mutanten kontrolliert und in noch etwas Bösartigeres verwandelt. Sie haben wohl einen Weg gefunden, sie als Waffen einzusetzen. Aber wir wissen nicht, wie weit sie waren, bevor sie überrannt wurden und die Stadt verlassen mussten. Wir brauchen diese Daten. Vielleicht können wir den Prozess rückgängig machen, wenn wir die Mutantenexperimente besser verstehen. Außerdem können wir die Informationen nutzen, um allen das wahre Gesicht der Regierung zu zeigen. Also, bevor wir gehen, hilf uns, die Daten zu finden. Wir vermuten, dass sich eine Kopie der Daten auf den alten Servern befindet. Aber du musst in die obersten Stockwerke des Forschungszentrums zum Netzwerkraum. Dort steht irgendwo der Hauptserver. Finde die Daten. Dann hast du dem Widerstand noch einen großen Dienst erwiesen. Kannst du das tun, mein Freund? Jo. Denk dran, die Regierung weiß, dass du hier bist und sie wird nach dir suchen. Nimm alles aus der Kiste da, was du brauchen kannst. Wollte ich eben schon. Beeil dich und viel Glück. Ich wollte dich eigentlich bestehen, bevor er es merkt, aber naja. Ja, SMP-Granate. Und Raketen und... Ach, kann ich alles gebrauchen. So, und was in der Totenstadt für komische Experimente vor sich gehen, das seht ihr im nächsten Part. Oder zumindest der Uruk ist ja der Einzige, der zuschaut. Haut rein, bis dann.